Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute noch in der Skywars und ich hatte eine kleine Idee. Und zwar hätte ich eigentlich gerade, oh Gott, wie knapp das war, eigentlich hätte ich gerade Schule um die Uhrzeit. Aber wir haben gerade so eine Art, ich nenne es mal Freistunde, es ist so eine Art Freistunde halt. Und deswegen bin ich schnell nach Hause, damit ich eben für euch aufnehmen kann, damit das Video dann heute auf jeden Fall noch kommt. Und so, ich muss mich ganz kurz sortieren. Und zum Thema Schule und YouTube ist mir was Kleines eingefallen, was mir passiert ist. Ich denke schon, dass ich das erzählen darf. Ich denke nicht, dass da irgendjemand was dagegen hat. Deswegen erzähle ich es einfach mal. Und zwar war das vor ein paar Jahren, oder vor eineinhalb müsste das so gewesen sein. Da hatte ein Mädchen aus meiner Klasse ein Referat über YouTube. Das hat gerade gut gepasst. Also wir hatten ein Mädchen aus meiner Klasse Hacker. Hacker, ich habe Hacks-Freunde. Also nochmal, ich bin aus meiner Klasse, hatte ein Referat über YouTube gehalten und damals war das noch kein Problem oder keinen großen Aufstand ausgelöst, weil eben ich damals noch kein YouTube gemacht hatte, sonst auch keiner aus meiner Klasse und es war deswegen einfach kein großes Thema. Das Ganze hat sich aber dann dementsprechend entwickelt, dass als ich mit YouTube angefangen hat, das Ganze sich sehr schnell umgesprochen hat. Ist natürlich auch normal, warum sollte sich eben nicht schnell rumsprechen? Den hole ich mir mal schnell. Oh, da habe ich ihn noch. Das wird jetzt auch wieder knapp. Auf jeden Fall war es dann so, dass sich das eben schnell rumgesprochen hatte. Und wir hatten damals einen Lehrer, der war ultra cool. Also der ist einer der coolsten Lehrer der ganzen Schule. Trotzdem war es dann nicht so cool, dass er dann erfahren hat, dass ich YouTube mache. Durch einen Klassenkameraden, der das ihm einfach mal gesagt hat. Und wir hatten halt darüber geredet. Und ich meinte halt so, ich möchte das ungern. Das war gerade richtig knapp. Ich möchte das ungern sagen so. Und dann hat er das aber eben dem Lehrer erzählt. Natürlich hittet er mich ein paar Hits runter. Egal, ich hänge jetzt einfach noch eine Runde dran. Auf jeden Fall hat der Lehrer das dann sich aufgeschrieben und ja, und ihr fragt euch jetzt bestimmt, hat der Lehrer das überhaupt wirklich angeschaut, als ob das stimmt. Als ob der wirklich da sich die Zeit genommen hat. Doch, hat er. Und wie ich das rausgefunden habe, war dementsprechend, dass er mir auf Facebook, geschrieben hat, dass er meine Videos gesehen hat. Und hat dazu geschrieben, dass, warte, weiß ich das noch ungefähr? Ich glaube, ich kann es sogar so halber noch zitieren. Ich verstehe deine Videos nicht, trauriger Smiley, aber sie sehen gut aus, fröhlicher Smiley, ein schönes Wochenende wünscht und dann der Name von ihm eben. Ich meine, das ist jetzt total putzig und lieb von ihm und er ist generell der coolste Lehrer, aber trotzdem war das Ganze eben, ihr könnt es euch vorstellen, mega unangenehm, wenn ihr wisst, dass ein Lehrer von euch eure Videos auf YouTube schaut und vor allem dann ist halt so, dass ich auf YouTube manchmal auch ein bisschen Müll rede oder einfach so, ja, Sachen, die sich so ein Lehrer halt nicht anschauen sollte. Mir war das in dem Moment halt einfach mega unangenehm. Und die Vorstellung ist immer noch total seltsam, dass er sich einfach die Videos angeschaut hat. Ich hoffe, er hat sich kein Doofes angeschaut. Ich hoffe, er hat sich irgendein halbwegs Gutes angeschaut und nicht, als wo ich kompletten Müll rede. Der Lehrer ist aber auf jeden Fall ziemlich cool gewesen und ich fand auch seine Reaktion total cool. Aber ja, so sprechen sich Dinge rum. Also Freunde, passt da auf, wem ihr was erzählt. Unter... Denkt sich auch gerade, willst du mich? Oh, Enderperle. Habe ich aber auch, Kollege. Komm, da habe ich ihn. GG, da habe ich noch eine Runde gewonnen. Naja, auf jeden Fall habe ich so rausgefunden, dass der Lehrer meine Videos geschaut hat. Und ich weiß nicht, wie viel der Lehrer hat, ob das überhaupt sonst noch andere Lehrer angeschaut hat. Aber auf jeden Fall, ja. Wenn ihr sowas ins Internet stellt, Leute, dann ist es vor keinem sicher, auch nicht vor euren Lehrern. Dann hoffe ich, dass euch die kleine Real-Love-Story gefallen hat. Ich gehe jetzt gleich wieder in die Schule. Bis dahin, Freunde. Tschüss. Das wäre jetzt auch sowas, das würde ich einem Lehrer nicht zeigen wollen. Egal. Also, ihr wisst, was ich meine. Ciao.